Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Ich weiß, die letzten Tage, eigentlich die letzte komplette Woche kam nichts. Ich war zu faul. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich war einfach zu faul. So, und jetzt legen wir aber wieder richtig los. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Wir sind jetzt in der Totenstadt, nachdem wir erfahren haben, dass unsere Frau nahe dem Tode ist. Passt eigentlich, die tote Stadt, ne? Und die tote Frau. Ganz schön eisig hier. Die würde ich nicht gerne leben wollen. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Das heißt, keine humanoiden Gegner. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Ja, klar. Mir nach. Auf uns zählen. Das sieht schon krass aus, ne? Heilige. Aber alles so kalt, das ist gar nichts für mich. Ich wäre gerne im Wald geblieben, wo es warm ist. Die Lage scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Aber die Zeit ist knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Jermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Fest, Sam und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs starten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch ab. Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora. Idiot! Ich bleibe, um mit Tokarev die Aurora zu bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los. Was viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Die haben die Luft gekuschelt. Das heißt, es beginnt in der Metro und es endet in der Metro. Um Tante Anna zu retten? Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Was ist, wenn ich den Teddy niemals geholt auf hätte? Auf Wiedersehen, Onkel Artyom. Oh, Paradox. Geht ihr jetzt? Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Ich bezweifle, dass es reicht, die Tür zu schließen vor dem Atomkrieg. Dingenskirchens. Hä? Die Tür ist ja offen. Wieso tragen hier alle Gasmasken außer ihr? Ich habe alles gesagt. Strahlung, das meine ich. Damit du dir keine Sorgen machen musst. Ihr Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Okay, ich wechsle mal, ja? Hier, ja, hier hast du meine kalten Handschuhe. Alle voll verstrahlt. Ist doch schön, oder? Verstrahlte Hände. Finde ich auch. Wir sehen uns. Tschüss. Und mach die Tür zu. Das ist völlig bescheuert hier. Komm bald zurück. Allein die Tür zuzumachen wegen der Strahlung. Oder? Ja. Und da ist die Tür offen. Die Strahlung geht hier rein und bei euch rein. Viel Glück, Artyom. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank.
Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetan. Du wirst sie brauchen. Gucken wir mal, was haben wir dabei? Gut, wir haben alles voll aufgestockt, oder? Ja, fast hier. Schrot brauche ich nicht, Sniper auch nicht. Was haben wir überhaupt an Waffen dabei? Wir haben die Pistole dabei. Alles klar. Der Schaden, okay. Zeit, die mal ein bisschen aufzurüsten hier. Also machen wir ihn aber mehr zum Sniper, ne? Ja, was soll's. Bleiben wir bei Nachtsicht. Obwohl. Ach, was soll's. Na gut, was haben wir noch? Wir haben diese schicke MP. Die Genauigkeit ist sehr gering. Will ich mal sagen. Das ist eine Schrot. Schrot, oh Gott, wieso habe ich einen Schrot dabei? Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, einen Schrot dabei zu haben. Aber ich brauche eigentlich auch eine Automatikwaffe. Ah, das ist ungünstig. Ich habe den dabei. Ich glaube, solange ich den hier dabei habe, brauche ich eigentlich kein Scharfschützengewehr, ne? Okay, dann wechseln wir mal hier die Waffe. Gatling, Bulldog, Sturmgewehr, Gewehr, Sturmgewehr. Ich glaube, wir nehmen die Bulldog. Die hört sich doch ganz gut an. Stabilität ist mir schon wichtig. Alles klar, okay. Da können wir nichts weiter machen. Hier haben wir auch alles dabei. Alles ist gereinigt, soweit ich das verstanden habe. Wir brauchen dementsprechend noch ein bisschen Munition. Pfeile sind jetzt... machen wir erstmal noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Schrot. Und ein bisschen Sturmgewehrmunition. Und mit dem Rest machen wir Pfeile. Alles klar. Okay. Ich glaube, dann habe ich alles, ne? Sind Sie bereit? Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Steig auf. Ach, die Karre haben wir verbessert, wa? Geile Nummer. Und wir haben sie mitgenommen. Finde ich geil. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Oh Gott, das kann ja was werden mit der Karre hier. Ich glaube nicht, dass wir Winterräder drauf haben, oder? Obwohl, doch, müssten eigentlich Winterräder drauf sein, weil wir waren ja vorher in der Wüste mit der Karre hier. Und da war überall Sand. Waggons, die hier festsitzen. Eine vielgeschlagene Evakuierung nehme ich an. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Fahren wir einfach mal ins Gebäude rein, ist klar. Tja,
Und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Archon. Das kriegen wir hin. Wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier mit einer Karre durchzufahren. Ich glaube, da können wir durchkommen. Festhalten. Wir sind verdammt laut. Und hier sind irgendwelche Viechers. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich habe schon Skelette gesehen. Gut, das Skelette können überall herkommen. Aber trotzdem. Lass mich raten, du willst die Treppe rauffahren. Alles klar. Okay, wir haben ein Geländefahrzeug anscheinend. Das sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Sag doch, dass du aussteigen willst, hä? Ich will auch. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Übernimm das Steuer, Artyom. Was? Ich? Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich ein besserer Fahrer bin als du, aber gut. Ziehen wir es durch. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Oh Gott, wir werden gleich überfallen. Von irgendwelchen Viechers. Der General stirbt. So viel Schnee. Und ich bin alleine. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Oh Gott, ich sehe es doch schon Komisches kommen. Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Hm? Ja, so ein bisschen, aber irgendwie langweilig. Also gut, fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hier, der Hof zur Linken. Okay, jetzt geht's los, nicht Leute. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Jetzt kommt die Star Wars Szene. Kommt gleich ein Yeti oder so. Oh nein. Oder das wird bestimmt passieren. Eine Anspielung aus Star Wars. Vorsichtig, Artyom. Vorsichtig. Ah, ich bin ein guter Fahrer. Chill mal. Ich habe meinen Führerschein das seit... Das Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die 12 Jahren? 12 Jahren, ja. 12 Jahren. Hier können wir nicht bleiben. Nach links. Hey, es gibt nur diesen einen Weg. Hör auf, mir zu erzählen, wo ich hinfahren soll. Müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Oh Gott, verdammt! Noch ein Haufen Autos. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Oh oh. Ab durch die. Das war's wohl mit dem Paar. Mitte. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten nicht mehr lange. Ja, ich würde gerne aussteigen und so, ne? Aber... Hallo? Ups. War ich nicht. Ich bin unschuldig. Ah, jetzt kann ich jetzt langsam aussteigen? Danke. So, mit was laufen wir rum? Mit der Schrot oder... Auf geht's. Mit der MP? Nee, dann los, alter Mann. Wir nähern uns einer großen Kreuzung. Der Eingang zur Station müsste rechts dahinter sein. Krass, wie das Eis hier alles eingenommen hat. Immer guck dir das mal an. Sieht echt so aus, als hätte der Winter die Gebäude gefressen. Also hier würde ich ungern leben. Also sehr ungern. Vor allem, wir wissen immer noch nicht, was hier rumläuft. Bist du noch da? Alles klar, der alte Mann ist nur ein bisschen langsam. Das kriegt er schon hin. Ach du Scheiße, wie sollen wir denn hier runtergehen? Miller? Wir haben ein kleines Problem. Kommst du? Aber ich komme nicht mal mehr zurück. Ach, durch den Waggon. Aber wir warten mal auf Miller. Komm.
durch den Bus! Wie so ein Stuntman. Alter Mann? Ah, okay. Endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Okay, ich brauche meine Gasmaske. Das ist mal ein Einsturz. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Ducken. Nee, das wird nichts. Durch die Tür. Das Simpelste. Da liegt eine Hand. Ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Stell dir vor, ihr wollt in so einen Waggon einsteigen und da ragt schon eine Hand raus, ey. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wie können die Spinnen hier in dieser Kälte überleben? Die Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Spinnen müssten eigentlich Eiszapfen sein. Nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel. Das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Ich mag dieses Element nicht. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Hier ist auch keine Strahlung, ne? Also wenig. Hier kann ich mal gucken. Ja, gar nichts. Also hier könnte man sogar leben. Schon wieder Mutanten. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Nein, sollten sie nicht. Ich bin voll dagegen. Weißt du, das erste Mal Essen in 20 Jahren. Und wir laufen hier durch die Gegend. Ja, sollen sie es mal versuchen. Die sind bestimmt nicht hungrig. Nee. Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Nein. Alter Mann, kommst du wenigstens mit? Rückendeckung und so, wegen Mutanten und so. Ich wette, der alte Sack hier läuft hier durch die Gegend, wird niemals einen Mutanten sehen und ich gehe jetzt hier um die Ecke und dann werde ich schon angegriffen. Achtung, festhalten! Nimm das! Alles in Ordnung? Gut. Gib alles! Ja, du bist im Weg, alter Mann. Komische Maulwurfsviecher, die sind irgendwie süß. Aber die erinnern ein bisschen zu stark an Telepathen. Bereit machen. Lass mich nur kurz nachladen. Nachladen, sagte ich. Alter Mann, mach du auch mal was. Wo ist er? Jetzt zieh dich. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt was zu essen. Vermutlich sind die mit den Mutanten zu Hause verwandt. Und in dieser Metro wimmelt es davon. Ach. Ich denke, mit denen kommen wir klar. Das sind Telepathen ohne Fell. Keine Ahnung, da muss es hier noch irgendwie eine andere Spezies geben, die sie essen können. Lass mich nur mal kurz hier alles untersuchen. Okay. Wusstet ihr eigentlich, dass ich hell sehen kann? Ich meine, er hat natürlich geholfen, das finde ich gut. Aber rein theoretisch bin ich hier durchgekommen, hat mich direkt dann angegriffen. Gut, das mit Star Wars hat jetzt natürlich nicht funktioniert, aber naja.
sehe absolut gar nichts, ey. So viel Staub. Seit langem verlassen. Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Ich wette, die Nacktpaten. Komisch an. Die Nacktpaten. ich nenne sie jetzt einfach mal so. Die fressen wohl einfach nur die Ratten. Aber weswegen sie auf ihren Fell quasi verzichten können, weiß ich auch nicht. Weil im Endeffekt ist es hier kälter als in Moskau. Oh, ein Souvenir. Leider bringt das nur nichts, weil es hier keine Erfolge gibt. Danke, Epic. Also ich muss sagen, ich bin viel mehr gewillt, Dinge mitzunehmen wie Sammelbares oder danach zu suchen, wenn ich wirklich einen Erfolg dafür bekomme. Weil wenn ich nichts dafür bekomme, wieso sollte ich sie suchen? Jetzt mal ganz im Ernst. Da muss Epic aber noch ein bisschen nachholen. Pass auf, hier ist alles morsch. Brich nicht ein. Okay, das heißt, ich werde einbrechen und du bist alleine. Okay. Oder andersrum. Die Brücke ist hinüber. Üblicherweise finden sich in solchen Sandern zwei Etagen. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Na dann los, Ladies first. Hier könnten wir uns durchquetschen. Nicht sehr tief aus. Das sieht nicht sehr gut aus. Hast du das gehört? Er hört irgendwas und springt ins Wasser. Du bist sehr intelligent, mein Freund. Und darum werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen, um zu gucken, ob er im Wasser verschwindet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.